Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind in der Nähe von dem guten Mr. Alexander Graham Bell und deswegen werden wir uns jetzt auch mal zu ihm begeben, mal gucken, was der von uns möchte. Aber, was ich auch mal machen kann, erstmal Fähigkeiten checken. Wir haben 5 Punkte, könnte ich jetzt vergeben. Mache ich auch, zack, hier so gekauft. Adrenalin. Brauchen noch viel mehr Punkte. Gang Upgrades, wir können auch mal gucken, was wir hier noch machen könnten vielleicht. Was ich machen will auf jeden Fall ist das hier, damit wir mehr Money bekommen. Ich habe ja noch einige Ressourcen, die habe ich aufgrund von Helix-Punkten, die ich hatte, habe ich mir einfach diese ganzen Packs gekauft, weil ich mir dachte, pff, warum nicht, ne? Scheiß drauf. So, wir machen mal das, da gibt es dann alle 30 Minuten, oh, 500 mehr und alle 30 Minuten 500 so noch, alles klar. No problemo, señor. So, dann gucken wir mal noch weiter. Was ist denn noch interessant? Sie finden mehr Sprengstoff, ja gut, den benutze ich jetzt nicht unbedingt. Es war noch Platz im Budget für bessere Fahrzeuge. Jetzt dominieren die Rooks die Straßen von London. Mit stabileren Kutschen, was gibt's hier? Rufen Sie eine Kutsche voller Rooks zu Hilfe. Oh. Das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das. Das finde ich nämlich echt eine coole Sache, dass es noch mehr Rooks-Kutschen gibt. Und ich glaube, für den Rest haben wir jetzt nicht mehr genug. Wir haben nur noch 543. Das ist ein bisschen wenig. Oh, wir könnten das machen. Ja, komm, machen wir das noch. Dann haben wir nur noch 43 Pfund. Passt. So, alles klar. Und weiter geht's zu Mr. Bell. Du, 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 du. Blitzschlagzeilen. Interessant. Ist das sowas wie ein Newsticker? Oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alec, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe 3 mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Okay. Sonderbarer Typ. Gut, dann wollen wir eben aufs Dach klettern. Dass man seine Frau nicht kennenlernt, das ist komisch. Ich meine, immerhin erfindet er das Telefon später mal. Meine Frau war taub. Hätte man ja auch mit einbauen können. Vielleicht kommt das auch noch, keine Ahnung. Who knows that? Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir, wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Stinkebomben.
Teufel nochmal? Diese Kinder. Die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Okay. Alles klar. So, so, so. Es ist blöd, ich sehe den jetzt gar nicht mehr, den Typen. Hör zu, Bell, oder setz eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast deinen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war das nicht, Bess. Teufel nochmal, ich hab's im Hals. Oh, oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Gut, das waren wohl noch nicht die richtigen. So. Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins? Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume? Okay. Ich komm! Ha! Ich komm zur Hilfe! Boah, guck mal, Bell, ey, der geht aber auch ab hier, weißt du? Gut gemacht, Alec. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Starricks Propaganda-Imperium lahm. So, ich folge dich. Warum laufen die immer so komisch? Können die nicht mal richtig rennen? Was ist denn los mit denen? Entweder die laufen oder die rennen, aber die machen hier nicht so einen komischen Jogging-Spaß, ne? Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ja, ist ja gut. Je länger wir Starrick daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachrütteln. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Das ist gut, Mr. Bell. Aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Billingsgate? Oder Fliegen in Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Welch ein geistreicher Ruhig. Gutes Mädchen. So, ich muss warten. Jetzt lass dich nicht überfahren. So, okay. Oh, ich muss sie eliminieren, alles klar. Ciao. Kommt der, komm. Keine Angst, ich beschütze sie schon. So gut es geht. Lal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 a. Wo läufst du lang? Da ist eine Wand. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von Halunken missbraucht wird. Da kommen Leute. Na gut. Oh. So eine schöne Maschine. Seh sie! Ich seh sie! Nee, tust du gar nicht. Spinne mich, unsichtbar. Hab dich, du kleiner Quälgeist. Okay. Wir müssen hier über die Straße. Ah. Ja gut, dann machen wir das. Ist ja überhaupt gar kein Thema, ne?
vorher nach links und rechts gucken und dann machen wir das. Kommen nicht irgendwie mehr? Ich meine, das ist ein bisschen wenig, oder? Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Ach, papalapap. Hallo, hallo, bleiben Sie mal stehen, junger Mann. Unglaublich, ne? Etwas frickelig, der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Ja, läuft bei dir. Oh. Machen Sie schneller, wenn es geht. Müssen wir jetzt auf die andere Seite einfach nur, alles klar. Ich glaube, du kriegst das ganz gut hin. Aber jetzt können natürlich von zwei Seiten kommen, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber... Macht nichts. Aber wir können ja theoretisch das hier benutzen. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Töten? Töten? Oh, Grundgütiger, das habe ich gespürt. Ja, ich kann nichts machen. Ah. Jetzt. Ich esse deine Augen. Das war doch ein Flix, was ist denn los mit denen? Die wollen alle Augen essen. Irgendwie doof? Oder so? Komische Typen, ey, ohne Spaß, ne? Mit den Augen und was weiß ich, Eingeweide wollen ja auch manchmal essen. Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Er ist Rambo geworden. So, das haben wir erledigt. Heißt es, wir haben jetzt direkt noch eine bei ihm, weil... Nö, irgendwie nicht so, alles klar. Hätte ja sein können. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Was machen wir denn in der Zeit jetzt? Hm? Blubbel, 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 die blub, blub. Ich komme hier nicht so schnell hin, das ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir wechseln ganz kurz auf den guten Jacob. Der ja auch noch Punkte übrig hat, glaube ich. 7. Na guck mal, dann kriegt er einfach das hier und dann habe ich nicht mehr genug, um irgendwas anderes zu machen, weil ich dann nur noch 3 übrig habe. Okay. Macht aber nichts. Dann gehen wir hier... Nee, das war falsch. Dann gehen wir hier hin. Nein, ja, nee, doch, so. Pass auf. Dann würde ich sagen, müssen wir hier hin. Oder ich gehe hier hin. Ja, komm, wir gehen da hin. Eventuell mache ich die Marx Brothers Mission. Mal gucken. Von Kalle. Schauen wir mal. Aber wobei, das ist die erste. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Da warte ich mal lieber noch. Ich gehe jetzt zu Darwin und guck mal, was der noch möchte. Explosion. So. Runter geht's. Schnell auf die Card. Ihn markieren. Ja gut, wir haben eine gepresste Blume markiert. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Weil das, wo ich hin will, ist direkt daneben. Deswegen gar kein Problem. Ist die Frage hin... Ja, hinlaufen dauert mir zu lange. Ich glaube, ich leihe mir kurz eine Kutsche aus. Ja, wobei, das wäre jetzt Diebstahl. Ist auch blöd. Vor allem hier ist die Polizei. Und wenn die Polizei da direkt daneben ist, dann will ich das ungern tun, weil dann sind die nicht mehr her und ach, dann ist wieder Stress angesagt. Das muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Ja gut, wir sind ja auch gleich da. Aber mit Kutsche wäre schneller, deswegen schnappen wir uns mal eben die. Ist nur geborgt. Gibt's bald zurück. Vielleicht auch nicht. So, zack, zack, zack. Ja, hätte ich eine Hupe, ja, hätte ich gehupt. Habe ich aber nicht, deswegen muss ich nicht gucken. Boah, Alter. Bremsen. Bremsweg, ey, von einem Güterzug. So, theoretisch, ach komm, weißt du was, die gepresste Blumen nehmen wir jetzt mit, wenn wir schon mal hier sind. Mein Gott, was soll's. So, schön gepresstes Blümchen. Verleumdung.
Was? Das geht ja gar nicht. Da sind sie ja. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Owens verleumderischen und ignoranten Ansichten zu meiner Arbeit. Allerdings fühle ich mich selbst wie ein Fossil heute. Wären Sie so freundlich, mir eine Ausgabe der Zeitung zu besorgen? Okay. Ist ja auch beschwerlich, der Weg. Hilfe! Hey, du! Na, mein Freund. Was ist denn da los? Das kann ja wohl nicht sein. Alter, es bleibt stehen. Warum sind die immer so schnell? Was soll denn das? Ich meine, irgendwo machen die immer komische Scheiß. Hier, wir machen einfach den. Wie? Warum? Warum ist der denn tot? Warum? Ich werf ein Messer und der ist tot? Was sind das für Lutscher, ey? Okay, dann machen wir das nochmal. Ein Messer tötet sie also sofort, aber ein Schuss nicht. Wahrscheinlich in diesem Falle doch, weil ich soll ihn ja rammen. Das heißt, alles, was nicht rammen ist, führt sofort zum Tod. Vermute ich mal jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt echt hinterher rennen. Boah. Das Nervige beim Rennen ist, dass man rennen muss. Das ist ja schon mal blöd. Ne? Was auch blöd ist, dass die Gegner irgendwie so schnell sind. Du kommst im Grunde auch nur dann ran, wenn die sich mal verlaufen. Das tun sie ganz gerne mal. Oh, wow, ich habe nicht einen Millimeter dadurch gewonnen. Obwohl wir das eigentlich... Eigentlich müsste das sogar gehen, ja? Wir müssten ja schneller klettern können als er. Ich meine, wir sind Assassine. Alter, what the fuck ist los mit dir? Fährt mich eine Kutsche um. Warte mal, ich flipp aus hier. Boah, okay, das kann jetzt noch 3 Jahre dauern, bis ich den mal gerammt bekomme. Und zum Glück dachte er gerade, er hat Zeit. Ist langsamer gelaufen, aber... Naja. Warum? Wow. Ernsthaft? Alter, renn doch mal! Boah, ohne Spaß, ne? Vor allem, warum sollte ich ihn aufspüren? Ich wusste doch, wo er ist. Alter, geh runter. Das ist irgendwie ein bisschen hohl, dass ich ihn dann auch aufspüren musste. Ich habe doch gesehen, wo er langgelaufen ist. Und dann fängt er nicht an zu rennen, was ein bisschen blöd ist. Aufzüge benutzen. Ja, was soll ich jetzt mit dem Aufzug? Ich muss immer hinterher rennen. Dann bringt mir das nichts, wenn ich jetzt auf irgendein Dach kletter. Echt nicht nah, ne? So, gerettet, mein Freund. Oh, Sie... Sie haben mich gerettet. Ja? Und jetzt habe ich eine Frage. Warum greifst du einen Zeitungsjungen an? Ein Mann bezahlt uns, damit wir die Jungs zwingen, das Flugblatt hier zu verteilen. Hier, nimm das verdammte Ding und lass mich in Ruhe. Das bedeutet Ärger für Mr. Darwin. Schmerzhaftes Spottbild. Machen Sie die Quelle der antidarwinistischen Propaganda ausfindig. Okay. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Denn jetzt... Bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder am Start. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.